Hallöchen, wie ihr wisst, habe ich ja irgendwann mal vor ungefähr 4 Monaten irgendwie ein LP gemacht, das hieß Black Mirror 2. Ja, ich war ja nicht ganz fertig, ne, und ich wollte dann jetzt mal weitermachen, hab allerdings schon weitergespielt. Und ja, mein lieber Freund, der PC hat vergessen, die Aufnahme weiterzumachen, weil die Festplatte voll war. Deshalb werde ich jetzt immer wie ein Blöder zwischendurch Speicherpunkte anlegen, damit mir das nicht nochmal passiert. Und ja, wie gesagt, ich weiß ja jetzt schon, wo es lang geht. Das ist hier so ein bisschen wie ein Labyrinth hier unten. Und deshalb würde ich jetzt hier wahrscheinlich noch eine Weile suchen, wenn ich jetzt nicht wüsste. Hier geht es übrigens nach oben zum Hotel. Wenn ich jetzt nicht wüsste, wo es lang geht, würde ich mich jetzt hier wahrscheinlich tot suchen. Aber glücklicherweise weiß ich noch, dass es eigentlich gar nicht mal so schwer war. Und zack, sprach er und verlief sich. Aber jawohl, genau. Ich habe das jetzt hier schon gemacht. Man musste dann eigentlich hier noch. Ich muss mal gerade gucken, wie waren hier das mit dem. Okay, warum? Aha, so kann er sich also umsehen. Muss mal gerade gucken, wo war denn das Inventar? So waren die Nachrichten auf J, alles klar. Aber da waren auch nochmal Nachrichten. Ich gehe hier gerade einfach mal die Tastatur durch, ne? Das ist. Ja, so üblich, wenn man nach Jahren wieder ein LP anfängt. Wo ist das Scheiß-Inventar? Ach, das Scheiß-Inventar war hier unten, stimmt ja. Genau, wir haben hier mit so einem Holzbalken das irgendwie hochgehievt und dann, ja. Genau, also auf jeden Ein Fall. echter Traum. Angelina wird auf 100 Meter riechen können, dass ich zu ihrer Rettung nahe. Ja, ist doch schon mal positiv, ne? So. Und dann spielen wir an der Stelle weiter, wo ich eigentlich den Speicherstand hatte. Upsala. Ja, genau. Also, hier war eigentlich der eigentliche Spielstand. Und ich habe natürlich vergessen, den Holzbalken dahin zu klemmen, damit das Ding nicht wieder runterrutscht. Ein echter Traum. Angelina wird auf 100 Meter riechen können, dass ich zu ihrer Rettung nahe. Ja. Komm, hopp. Ja, und zwar bin ich schon viel weiter gewesen, aber ich hab's dann. Wenn Angelina hier ist, ist sie auf jeden Fall auf dieser Seite des Gitters. Ja, toll. Wie waren das jetzt? Ich glaube vorne rechts. Also auf jeden Fall war ich schon viel weiter und dann ist halt die Aufnahme ausgegangen und dann habe ich im Dunkeln getappt. Ja. In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Na, dann bin ich ja richtig, ne? Also los geht's. Nicht gut. Ich hoffe mal, dass ich hier noch irgendwie eine Ahnung habe, wo ich jetzt im Endeffekt wieder. Ach, natürlich. Wenn Angelina hier ist, ist Ja, sie. das weiß ich schon. Wir gehen mal jetzt vorne rechts. Bitte vorne rechts gehen. Danke. In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Na, dann geht's ja anscheinend nur links, weil. Ja, naja, ihr wisst, ne? Ihr habt ja gerade selber zugesehen. Dann gehen wir am besten hinten links, aber ich bleib mal stehen. Ich überspringe mal diese Laufsequenzen, die dauern mir jetzt zu lang. Ich glaube, jetzt geht's noch. Ne, genau. Jetzt haben wir's, jetzt sind wir durch. Genau. Wir sind hier. Und zwar haben wir hier nur eine Röhre, in die wir reinschauen können. Eine Röhre, die schräg hinabführt. Und hier hängt, das ist ein Stück Stoff. Könnte von einer Bluse sein. Und Und es scheint noch dann. nicht lange hier zu hängen. Ich hoffe, das ist nicht von Angelina. Aber von wem sollte es sonst sein? Die Röhre führt steil hinab. Ich kann nicht erkennen, wo sie aufhört. Sie ist groß genug, um hineinzuklettern. Ob sie dort unten ist? Ja, geradeaus scheint sie Angelina! nicht gegangen zu sein.
Angelina! Nichts. Komm, beug dich doch ein bisschen weiter rein. Oder benutzen wir einfach sie... Ich hoffe nur, die Röhre wird unten nicht schmaler. Und dass ich einen Weg zurück nach draußen finde. Das hoffen wir alle, lieber Darren. Aber wie gesagt, ich weiß ja schon, was kommt. Verdammt rutschig. Als hätte jemand die Röhre mit... Verdammte! Als hätte jemand die Röhre eingeölt. Der dämliche Seelenschlüssel ist zersprungen. Ich kann nicht mal die Hand vor Augen sehen. Ich habe noch den Fotoapparat. Das Blitzlicht könnte helfen. Naja, wenigstens haben wir jetzt wieder einen Verwendungszweck für den scheiß Fotoapparat. Das Blitzlicht meines Fotoapparats sorgt nur für kurzfristig für Licht und früher oder später werden die Batterien leer sein. Ich schnauze, Ratte. Ich brauche eine andere Lichtquelle. Da sagst du was Wahres. Und damit wir hier überhaupt erstmal irgendwas machen können, benutzen wir mal den Fotoapparat. Das ist eindeutig nicht mehr der Kanal. Aber was ist das hier? Das ist die Metro. Willkommen zum Let's Play Metro 2033. Hier ist so etwas wie eine Metalltür. Hier ist eine Art Griff, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Metalltür? Machen wir nochmal den Fotoapparat? Es sieht beinahe wie ein Bunker aus. Oder ein Gefängnis. Eins von beidem. Was haben wir hier? Das ist... Es fühlt sich wie grober Stoff an. Aber viel schwerer. Und es ist sehr lang. Ein Schlauch. Machen wir nochmal den Futterapparat? Was es auch ist, ich muss raus hier. Und ich brauche eine andere Lichtquelle. Dann suchen wir mal weiter. Vielleicht finden wir... Da! Da haben wir noch was. Was ist das? Etwas Weiches. Ein Lappen. Den nehmen wir doch glatt auf. Ich hab ihn. Nehmen wir nochmal den Fotoapparat. Ich glaube, wir haben immer noch nicht alles gesehen hier drin. Und diese Scheißratten sollten nicht die Fresse halten. Die gehen mir auf den Sack. Okay, ich nutze mal die Leertaste, damit das hier ein bisschen schneller geht. Hier oben. Was haben wir da? Das ist die Röhre, die ich hinuntergerutscht bin. Kann eine schmierige Substanz auf dem Boden fühlen. Ach, keine Chance. Ich habe keinen Halt und ich kann mich nicht hochziehen. Ja, dann suchen wir weiter. Ein Metallding. Ein Eimer. Das ist... Da ist irgendwas Schleimiges drin. Öl. Altes, abgestandenes Öl. Öl hört sich gut an. Jetzt müssen wir nur noch was finden, womit was wir daran machen können. Da war noch irgendwas. Genau, was ist das hier? Hier liegt etwas sehr Kaltes, Metallisches. Eine Stange oder ein Rohr. Nehmen wir mal auf. Vielleicht können wir ja den Lappen oder den... Das ist wirklich ein Rohr. Etwa 50 cm lang und ziemlich schwer. Dann nehmen wir mal den Lappen und verbinden die mal. Ich wickle den Lappen um die Stange und stopfe ihn oben etwas in die Öffnung. Ja, so müsste es halten. Sehr schön. Und jetzt werden wir das mal in diesen komischen Eimer mit Öl tunken. Ich tunke meine selbstgebaute Fackel ins Öl. So, sie ist mit Öl getränkt.
Schön. Jetzt müssen wir ihn nur noch einmal anzünden. Die Wunderkerze brennt vielleicht etwas länger als das Streichholz, aber wohl kaum lange genug, um mich hier rauszuholen. Gut, dann zünden wir einfach mal direkt die selbstgebaute Fackel an. Die Wand. Keine Lust, dass mir heißes Öl über die Finger läuft. Mein letztes Streichholz. Sehr gut. Gut, also das hatten wir jetzt schon mal. Jetzt müssten wir mal nach der neuesten Aufgabe sehen. Ich sollte diesen Raum verlassen und werde nach Angelina suchen. Du bist so ein Brain, Darren. Du bist so ein Brain. Zwei riesige Metalltanks. Vielleicht für Treibstoff oder Öl. Könnten aber auch Wassertanks sein. Wir bleiben bei Wassertanks. Wir wollen mal hier nicht irgendwie, ne? Gucken wir uns mal den Schaltkasten an. Da scheint er irgendwie noch blockiert zu sein. Ein Lämpchen leuchtet ja rot immerhin. Eine Schalttafel mit einer Handvoll Schaltern und Sicherung. Eine Art Schalter. Ja, okay, gut, können wir nicht. Aha. Kein Wunder, dass ich die Tür im Dunkeln nicht aufbekommen habe. Sie ist durch eine Stange blockiert. Und es ist eine Schiebetür. Das verraten die beiden Metallschienen an der Wand und auf dem Boden. Das spricht dafür, dass ich mich in einer Art Bunker befinde. Dort gibt es meistens Schiebetüren, weil sie sich auch nach Explosion noch öffnen lassen. Du bist ein Brain, Darren, ich sag's dir. So kann man die Tür natürlich nicht öffnen. Ich nehme sie weg. Schmeiß sie weg. Oder stell sie hin, du bist ja wieder ein ganz ordentlicher Darren. Wunderbar. Vielleicht können wir jetzt die Metalltür... irgendwie die Tür öffnen? Kann man nicht so einfach öffnen. Dann können wir nochmal den Schaltkasten ansehen. Vielleicht kann ich damit die Tür öffnen. Jetzt geht das natürlich. Und wir gucken uns das... Da tut sich nichts. Wäre ja auch zu schön gewesen. Gucken wir uns nochmal die Tür an. Die Tür kann man nicht so einfach öffnen. Ja. Alles klar. Vielleicht, was haben wir denn hier noch so? Hier ist das Rohr, die zerbrochener Seelenschlüssel. Vielleicht können wir damit noch irgendwas machen? Oder das, was davon übrig geblieben ist. Er ist in mehrere Teile zersprungen. Gut. Damit kann ich nichts mehr anfangen, fürchte ich. Alles klar. Wenn du damit auch nichts mehr anfangen kannst, dann wollen wir das ja auch nicht weiter mit Beachtung schenken. Ne? Aber... da tut sich nichts. Können wir hier irgendwie... ich nutze nochmal die Leertaste, vielleicht Kabel, natürlich. Und das Auslassventil. Hier hängen ein paar lose Kabel aus dem Kasten. Ja, dann agier doch. Als wären die mit Absicht rausgerissen worden. Ich steck sie wieder rein. Das wäre doch mal eine Idee. Und? Dann wollen wir mal sehen. Oh. Gibt es sogar einen Lichtschalter? Das hier müsste der Schalter für die Tür sein. Leicht zu erkennen an der Beschriftung. Na bitte, geht doch. Das hört sich schon mal auf jeden Fall wesentlich besser an als... ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Wir nehmen uns den Auslass. Eine mal Art genau unter die Lupe. Überdimensionaler Wasserhahn. Daran ist ein Anschluss für Schläuche. Ja, und sonst kannst du damit nichts machen? Das scheint einfaches Wasser zu sein. Na gut. Wenn du nicht willst, dann lassen wir das mal, ne? Und wir gehen mal durch. Ein großer dunkler Raum und Gitterstangen. Ich kann kaum was erkennen. Also rein da, so macht man das. Wir haben dich erwartet, Darren. Was? Was soll das? Wer sind Sie? Einige Tage unser Gast sein. Ach du Scheiße. Was habt ihr vor? Und was habt ihr mit Angelina gemacht? Nein. Nein! Ach du Scheiße. Was habe ich jetzt gesehen? Ich gehe jetzt. An Flucht ist nicht zu denken. Dies ist ein alter Bunker der Home Guard aus dem Zweiten Weltkrieg.
Zwischen dir und der Freiheit liegen meterdicke Betonwände, Stahl und Felsen. Ach du Scheiße. In wenigen Tagen werden wir dich holen, Darren. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt. Schnauze! Nochmal! Was wollt ihr nur von mir? Warum musstet ihr Angelina als Köder benutzen? Warum sie? Oh mein Gott. Ich werde euch finden! Ja! Bleib mal ruhig, Darren. Wir sind ja jetzt MacGyver. Wir werden ja bestimmt noch was machen. Finde einen Weg hier raus. Ich sollte diesen Raum verlassen und weiter nach Angelina suchen. Wer immer mich hier gefangen gesetzt hat, hat nicht mit meinem Erfindungsreichtum gerechnet. Ich werde hier rauskommen und ich werde erfahren, was hier gespielt wird. Denn mein Name wäre nicht MacGyver, wenn ich nicht aus einem Messer und einem Stift eine Bombe basteln könnte. Nee, einer Heftklammer.